Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei einer neuen Folge von Interessante Personen und Berufe hier bei AngelTV. Heute bin ich zu Gast bei Mike Mattes. Mike Mattes ist ein saarländischer Künstler. Er hat mich eingeladen in sein Atelier. Hallo Mike, grüße dich. Ich danke für die Einladung. Hallo Manuel, grüße dich. Schön, dass du da bist. Das freut mich auch. Ja, Mike, erklär uns doch mal kurz, wer du bist, wie lange du schon Kunst machst und was du eigentlich genau machst. Ja, mein Name ist Mike Mattes, ich bin freischaffender Künstler, bin jetzt seit über 20 Jahren im Saarland und ja, Kunst mache ich eigentlich schon immer. Ich habe ein Schlüsselerlebnis als Kind gehabt, bin Pferden begegnet und die haben mich nicht mehr losgelassen. Als zweijähriger Bub habe ich begonnen, Pferde zu zeichnen und seitdem bin ich praktisch permanent daran, mich weiterzuentwickeln. Und ja, als ich ins Saarland gezogen bin, habe ich irgendwann damit begonnen, die Friedenskunst 1000 Augen zu entwickeln. Es war dann auch eine sehr schlimme Begebenheit. Der US-Irak-Krieg ist 2003 ausgebrochen. Ab diesem Zeitpunkt habe ich mit dieser Friedenskunst 1000 Augen versucht, ein Gegengewicht zu schaffen und bin jetzt auch weltweit damit unterwegs, farbenprächtige Augen zu malen an ganz unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichster Art und Weise, ganz unterschiedlichen Größen, ganz klein, sowas hier zum Beispiel, aber auch riesengroß auf Fassaden in Rio de Janeiro zum Beispiel, in einer Favela Santa Marta, in der Michael Jackson sein Video gedreht hat, They Don't Care About Us. Also es geht immer auch um soziale Themen, die mir besonders wichtig sind und für die ich Augen öffnen möchte. Das ist ein sehr spannendes Thema. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, wir verlinken es unten in der Videobeschreibung. Wir schalten direkt einen Link zu dieser Kunst. Wenn ihr euch dann bei Mike Mattes noch mehr informieren wollt, könnt ihr das machen. Aber nicht nur die Friedenskunst ist deine Kunst. Du machst auch noch relativ allgemeine Kunst. Also ich sage immer, ja, es kann jeder damit was anfangen mit deiner Kunst. Und was genau ist das für eine Kunst? Es handelt sich um gegenständliche Malerei. Das heißt, Gegenstand der Betrachtung kann ganz unterschiedliches sein. Ich konzentriere mich sehr stark auf die Porträtmalerei. Hat auch wieder zu tun mit meiner eigenen Biografie. Ich habe also als junger Student mich mit HIV infiziert in Frankfurt und habe damals am Städel studiert und versucht, über dieses Thema Gesicht zeigen, unterschiedlichste Menschen zu gewinnen, die vielleicht auch Gesicht zeigen für mich, für damals dieses schwierige Thema HIV und AIDS, aber auch für die ganzen Dinge, die damit zusammenhängen. Ich wollte auch versuchen, darüber besser mit dieser Diagnose auch leben zu können. Das ist natürlich auch ein schlimmes Ereignis in deinem Leben. Toll, dass du ein Mittel gefunden hast, damit klarzukommen, es verarbeiten zu können, dass du uns quasi erhalten geworden bist dadurch und uns mit sehr vielen Motiven und deiner Kunst erfreuen kannst. Ich finde das echt klasse. Vielleicht auch der ein oder andere, der jetzt zuschaut, hat vielleicht dasselbe Problem und ist eine Variante, damit umzugehen. Ja, auch hier werden wir noch ein paar Links unten verknüpfen. Wenn jemand dafür Fragen hat, kann er sich dann auch an die entsprechenden Stellen wenden. Ja, du hast jetzt noch hier ein tolles Porträt. Was? Ja, das zeig uns das mal. Mir auch besonders lieb. Und zwar zeigt es Sascha Thon. Das ist jemand, der schon sehr viel auch Gesicht gezeigt hat in Zusammenhängen meiner Friedenskunst, also in unterschiedlicher Weise da auch aktiv war.
Ich habe ihn kennengelernt, als er noch Student war. Und mittlerweile, er ist übrigens im gleichen Metier auch, er ist Filmemacher und macht auch aber unterschiedliches andere. Und ja, ihn habe ich unbedingt auch mal porträtieren wollen, wegen seiner tollen blauen Augen. Ach, klasse, super. Ja, und die habe ich jetzt natürlich auch besonders thematisiert im Porträt. Und ja, ich denke, man kann erkennen, wo da der Schwerpunkt liegt. Sehr schön, sehr schön. Also, wenn jetzt die eine oder der andere sich gerne porträtieren lassen möchte, auch das ist möglich. Auch hier könnt ihr Kontakt direkt zum Künstler aufnehmen und dann könnt ihr euch ein schönes Porträt machen lassen. Vielen Dank an meinen Gesprächs- und Interviewpartner Mike Mattes. Ich danke dir für dieses aufschlussreiche Gespräch. Freue mich auch schon auf die nächsten. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Damit ihr aber auch keine Videos verpasst und auch keine Episoden von Mike Mattes verpasst, abonniert den Channel und aktiviert die Glocke. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hier wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.